Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, gewaschen, Waffen gereinigt, Muni eingepackt, wir sind bereit für den Hordetag, der heute stattfindet. Oh ja, Steffen, danke für die Erinnerung. So, Bildschirmeinstellung, wirklich absolut vergessen. Wenn ich wüsste, wo wir es finden. Hier, Texturenqualität? Nö, Vegetation. Machen wir sehr hoch. Nö, Film wollen wir keinen drehen. Schattenqualität hoch. Warum auch immer, ich weiß es nicht. So, haben wir das jetzt? Nö. Wir machen nochmal. So, Bildschirm. Vielleicht sollten wir auf Anwenden drücken. Vegetation, sehr hoch. Anwenden. Haben wir es angewendet? Ich will es anwenden. So. Oh ja, das sieht der Winter gleich nicht mehr so winter doch. So, wir haben den Wagen, wenn ich mich nur erinnere an gestern, nein vorgestern. Steht der Wagen dort noch? Steht er dort noch rum? Ich denke ja. So, gegessen, geschlafen, alles ist gut. Da müssten irgendwie noch Stämme liegen. Es sei denn, sie sind despawned. So, heute Hordenacht. Ich bin schon echt gespannt. Was ich einigermaßen schade finde, ich hätte gerne einen Großslot noch, einen Großwaffenslot für Schwert. Oder so. So. Bei dem könnte man eigentlich auch mit der Pistole mal machen. Einfach so zum Üben. Klar, dazu müssen wir aber laden. Ja, wir haben an der Waffe so lange rumgebastelt. Oh, der steht nochmal auf. Jetzt steht er nicht mehr auf. Ich denke jetzt. Jetzt ist gut. So, erinnert mich aber, da ist Muni drin. Da ist Muni drin. Wunderbar. So, wir packen die mal weg, dass sich nicht unabsichtlich ein Schüsschen löst. Da stromert auch einer rum. Wir gehen heute zum zweiten Häuschen. Ups. Und schauen einfach mal, was wir im zweiten Häuschen finden. Danke für den Hinweis, Steffen. Das war, ja, total vergessen. Total vergessen. Oh, der wird auch schön. Der wird den Spaß machen. Den zerreißt es dann schön. So, wir lassen den mal da. Den Wagen, meine ich. So. Jetzt haben wir den hier. Moment. So. Und jetzt schauen wir, wer kommt. Irgendwer wird kommen. Ich weiß es. So. Hallo? Ach, da ist einer. Bauarbeiter? Ja, lauf mal dorthin. Wunderbar. Na bitte, da haben wir alle Spaß. So, Autos lasse ich mal in Ruhe. Da drüben stolziert er auch irgendwo einer rum. Oh, es schneit so schön jetzt. Das ist schön so. Mit diese Schneesturm-Orgien, das, ich finde das etwas überzogen. Bitte? Direkt neben ein Gebäude oder im Gebäude? Neben ein Gebäude wäre mir lieber. Da ist er ja. Geht doch. So, Stoff ist gut. Was brauchen wir? Empfindliche Teile. Kabel könnte man auch brauchen. Muni nehme ich auch gerne. Und die Bommel. Den Rest, ich würde wieder da auf den Boden legen. Für später oder für andere. So. Wir bleiben natürlich bei unserem System. Oh ja, oh ja. So.
dass wir alles, was wir looten, kämpfen und bauen, wird ausschließlich gemeinsam gemacht. Ja, kein Let's Show, es ist ein Let's Play. So. Okay. Ja, gibt es verschiedene Methoden, verschiedene Sichtweisen. Ich betreibe das mit euch ja immer so bisher. Ist ein Polizist, die laufen ganz schnell. Ich glaube, da kommt noch einer. Oh. Würde ich gerne holen, ist Leder. Okay, da ist der Polizist. Zuerst mal ihn. Oh, da will man in Ruhe plündern. Leder wäre gar nicht schlecht. Klingelwerkzeug. Nein, machen wir nicht. So, wollen wir da im Erdgeschoss? Ich würde gerne einen Stock mit euch raufgehen. Einfach so. Warum? Weil es geht. So, sehr schön. Ja, Dietrich jetzt ernsthaft. Nö. So, empfindliche Teile wären schön. Und Kabel. Kabel, dankeschön. Dankeschön. Jawohl, die auch gerne. So, wir haben so viele von den Autobatterien. Müssen wir mal andere auch einsetzen. So, jawohl, die normalen auch gerne. Ja, ich finde das super hier. Der Hund hat mich etwas überrascht. Ja, diese Werkzeugkisten, wir haben so viele inzwischen. Bommel nehme ich auch gerne mit. Mhm. Ja, wir können Stoff auch mitnehmen. Wer weiß, vielleicht brauchen wir später mal Stoff. Keiner weiß es. Doch. Aber die sagen es uns nicht. So ein Verband. Wollte ich eigentlich daher legen. Droppen. Einfach mal droppen. So. Mehr Bommel. Ich glaube, wir brauchen von diesen... Kabel, super. Von diesen empfindlichen Teilen irgendwas bei 22 oder so. Ja, ich möchte jetzt hier auch nicht ewig looten, aber schon ein wenig. Ja, ja, ja. Na gut, wir nehmen es mit. So. Liegt daran... wir sind schon ziemlich weit. Wahnsinn, oder? Wir haben alles gemeinsam gemacht. Jedes Stück, das wir gelootet haben, überall ist gemeinsam gelootet. Alles ist gemeinsam aufgebaut. Finde ich super. Ja, das, was ich alleine gemacht habe eine Zeit lang, war Bäume fällen. Wobei, da habe ich euch auch oft mitgenommen. Ja, Bäume fällen ist jetzt nicht so spannend. Vor allem... Für größere Bauprojekte braucht man extrem viele Bäume, finde ich. Baumstämme, nicht die Bäume selber. So. Also wir kriegen super viele Teile, aber die empfindlichen sind halt ein wenig rar gesät. So. Ah, da schon drin. Ja, vielleicht sollten wir uns einfach welche bauen. Also wir können ja jetzt... Ich finde die halt extrem teuer. Aber wir können zu Hause dann mal nachsehen, bevor die Horde dann kommt. Naset nehme ich gerne mit. Ja, kann man unsere Kleidung wieder zusammenflicken, auch wenn wir jetzt selber unsere Kleidung bauen könnten. Ja, sehr schön.
Also ich finde das super hier. Der Loot, großartig. So. Ja, irgendwie empfindliche Teile, nein, aber ja, ist so. So, da ist glaube ich noch ein Raum. Da ist aber nichts darin. Doch, hier. Heute habe ich irgendwie Lust auf Kämpfen. Naja, es ist ja auch Horde. Auch 13 Uhr. Ich glaube, bald ist soweit. So. Ja, vielleicht bauen wir uns die wirklich selber. Ups. Einmal noch rauf. Komm, wir gehen rauf. Das ist auch gut. So, ich dachte, dass die Ausbeute an den empfindlichen Teilen hier höher ist. So. Aber schön Batterien und Teile. Und Bommel natürlich. Bommel sind mir auch sehr wichtig. Können wir gleich einschmelzen. Da müssen wir dann sowieso unsere Schmelze, die Industrieschmelze, mehr laufen lassen. Lass sie laufen. Ah ja, immerhin. Ach, wir sind überladen. Okay. Was legen wir weg? Bommel legen wir weg. Nein. Batterie, legen wir eine Batterie weg? Wir können ja einmal Teile weglegen. Wir haben viele. So, Batterie, Bommel, Bommel, Bommel. Die ziehen wir da runter. So, weil wir haben genug Batterien mit. Eigentlich brauchen wir nur einen so einen Batteriestack. So. Na dann. Und runter. Nein. Wollte nur looten. Oh, oh, das ist fies. Das ist fies. Wow, okay. Die Ruhe nach dem Sturm. Oh, super. Die ganze Muni. Aber ich muss sagen, durch diese neuen Wambis, diese Explosions-Wambis, hat das alles eine neue Dynamik bekommen. Finde ich gar nicht schlecht. Wo ist unser Wagen? Haben die den Wagen zerstört? Ich hoffe nicht. Ach da. So, wie spät haben wir es? 14 Uhr irgendwas. Wir reisen mal zurück. So. Lass uns hier nochmal reinlugen. Sehr schön, danke. Dafür lassen wir die Teilchen da. Und die auch. Wir haben echt viele Teilchen zu Hause. So. Aber das Benzin nehme ich gern. So, wir schleppen den Wagen zurück. Warum schleppen wir ihn zurück? Weil ich bald Horde ist und ich will ihn nicht da stehen lassen. Sonst knabbert noch wer dran.
Wir müssen mal das Thema mit den Crawlern angehen. So, das weg. Wie schaut's da aus? Ist vollgeladen. Und die Pistole? Ja, ist vollgeladen. Super. Sehr schön. Ja, dann würde ich mal sagen, erfolgreich, erfolgreich. Wir schmeißen nochmal den Industrieofen an. Vielleicht bauen wir uns einen zweiten. Und ja, dann machen wir uns halt Teilchen selber. Mit den Metallen, die wir durch den Ofen bekommen. So, ich bin so gespannt mit der neuen Dynamik, wie die Horde reagiert. Bau doch automatische Fallen. Ja, eins nach dem anderen. So, ich freue... Ja, die Biene, genau, im Winter. Ich freue mich auf den Honig, aber eher... Naja, nicht jetzt. So, hier stehen lassen. Super. Ach, schön. So, mal da aufmachen, da aufmachen. Dann haben wir hier den Ofen. So. Okay, Stahl und Ding. Die Bommel kommen da mal rein. Alle Bommel. So. Das sind verrottete Lebensmittel. Die müssen wir nicht einschmelzen. So, da wären auch noch Eisenklumpen, Kupferklumpen, Alukloppen. Kloppen. Klumpen. So. Nö. So, also auf den ersten Blick sehe ich hier verrottete Lebensmittel. Bam. Und ich würde sagen, wir schmeißen mal an Kupfer. Wir machen 9 Kupfer. Wir machen 9 Eisenbahnen. Wir machen 9 Alubahnen. Wir machen 9 Silberbahnen. Und dann nochmal 9 Kupferbahnen. Weil ich glaube, dass wir genug für extrem viel Kupfer haben. So, da haben wir jetzt, was haben wir denn da? Das war Alu, Silber und Eisen. Alu. So. Und da haben wir Stahl drin. Yeah. So. Batterien haben wir gesagt. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, 16 Uhr. Es könnte knapp werden. So, empfindliche Teile. Bam. Im Kühlschrank. Bam. So. Holztür. Yeah. So, der ist voll. Super, das ist toll. Wir legen den rein. Der ist auch voll. Auch schön. Wir geben den hinein. So, und bei dem hier? Nehmen wir einen von den guten raus. So, und legen dafür den rein. Gut. So, und hier? Ah, der ist doch fast voll. Hier? Oh, da sind einige voll. Einige voll. So, leer, leer. Das heißt, wir nehmen mal den raus, geben mal den rein, nehmen den raus und geben den rein. Yeah! Warum machst du das? So. Leer, 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 leer. Und hier haben wir volle. Voll. Voll. Damit wir volle Batterien auf Reserve haben, wer weiß, was geschieht. Ich will vorbereitet sein für den großen Blackout. So, jetzt ist aber dann eh langsam genug mit Batterien. Ach, da drin ist so laut. Da unten. Das ist der Ofen hier. So, weil... Moment, wir brauchen hier 44er Patronen, ein bisschen zumindest. Dankeschön. So. Was brauchen wir noch? Das können wir da rein, rein, rein. Gut. Rein. Gut. So, wir machen mal zu. Benzin. Okay, wir bringen Benzin rüber. Ich sehe gerade, wir haben genug. So, vier Benzin. Große Benzinkanister bringen wir rüber. Jawohl. So, Teile. Bam. Das ist das, was ich gemeint habe. Wir haben extrem viele Teile. Leider keine empfindlichen. So, Kabel. Fühlt sich auch schön langsam der Kasten wieder. Ja, unsere Loot-Tour. Das war schon gut. So. Da packen wir rein. Ja, was weiß ich. Ein paar Batterien. Da sind welche drin. Die gehen wir da rein. Alles gut. Krankheitserreger. Haben wir zu oben einen Kasten? So, Stöffchen. Da, da, da.
und die Nähsätze. So, sind drin. Das Benzin bringen wir rüber zu unseren Benzingeneratoren. Die kleine Flasche, die füllen wir auch irgendwie ein. So. So, und die Monitor in den Monikarton-Kiste. Oh, guck an. So. Sehr schön. Schön viel Money in Reserve. Überleg gerade, alles gut, alles passt, alles ist in Ordnung. Ordnung. So, dann füllen wir hier mal den Generator auf. Uhrzeit 17.05 Uhr. So, jetzt haben wir das auch erledigt. Ach schön, 17 Uhr. Ich würde gerne um 18 Uhr drüben sein. Vorher nochmal reinschauen, was die empfindlichen Teile kosten. Weil die würde ich dann gerne auch bauen. Nachher so, empfindliche Teile hier. Was kosten die? Och, Alu, Kupfer, Eisen und Stahl, Silber. Von jedem eines. Super. Ja, da haben wir ja Freude dran. Empfindliche Teile. Super. So, wir laufen rüber bis zur Hordefalle. Ich weiß nicht, ich bin so aufgeregt, ob das hält oder nicht, sagt uns dann das Licht. Ja, ja, jetzt keuch ich mal schön. So. Danke. Hier rein. Tür zu. So, und wir sind da. Wir haben es mit Spuckern zu tun, wir haben es mit Explodierenden zu tun. Extrem schnelle Typen, Hunde und so weiter. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, um 18 Uhr kommen die. So. Mal kurz auf die Uhr schauen. Boah, von der Folge her. Zwischen 20 und 30 Minuten versuche ich ja immer irgendwie hinzubekommen. So, schauen wir mal, was passiert. Oh. Oh, bin ich erschrocken. Jetzt stehe ich da. Bitte. Haben die jetzt mein Auto zerstört? Thank you.
So, dann würde ich mal sagen, das war die Horde. Hat gut geholfen. Ich habe keinen Spucker registriert. Ich glaube, sie haben hier noch immer keinen umgerissen, umgeworfen. Nö, vielleicht. Man weiß es nicht. So, wir reaktivieren noch nicht, sondern. So, ich muss hier mal schauen. Okay. Ja, gut, die ein bisschen. Reparatur. So. Die hätte ich gerne wieder. Moment. Da muss ich den weggeben. Reaktivieren. So. Dann haben wir da. Nö. Nö. Die Treppe. Sag mal. Oh, okay, die haben sich da so extrem verfangen an den Teilen hier. Okay. Gott sei Dank. Boah, die hat sich ganz gut gemacht. Finde ich mal. So. Ja, da ist ja fast gar nichts an der Seite. Gut, die kommen, sind ja von der anderen Seite gekommen. Ich muss mal nach dem Auto sehen. Ich muss mal nach dem Auto sehen. Vorher wären wir da noch kurz. Schau. Oh ja. Ah ja, ein paar hätten die fast zusammenge. Oh ja. Das hier. Das hätte bald gute Nacht gesagt, das Teil hier. Ja, bei denen geht's noch. Den. So, nur einmal so rumlaufen. Sehr schön. Also ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ja, automatische Fallen werden wir noch bauen. Aber wir brauchen dafür Motoren und so weiter. Ja, können wir dann immer einschalten, wenn die Horde kommt. Aber eigentlich okay. Da bin ich mal überlegen, ob wir hier nicht noch so eines dazustellen. So, wie sieht es beim Tor aus? Nö, nö. Ist ja faszinierend. Sind die ganz wild? Also ich muss sagen, diese Fallen. Super. So, dann wieder raus. Von mir aus gerne Tür zu. Sehr schön. So, weg mit dem Bauhammer. Ach, schön. So, aus meiner Sicht könnte der Frühling dann auch wieder kommen. Oh, verdammt. Die haben doch auf das Auto geschlagen. Fiese Zombies. 14. Jungs, das macht man doch nicht. So, gut, dass wir das haben. Davon müssen wir mehr bauen. Oder beim Trader eher tauschen. Aber, So, das mal da herlegen. Hier. Haltbarkeit beim. Wenigstens ein bisschen. Okay, so. Dann schauen wir mal, was die Erstellung. Oh, die haben das Auto hergerichtet. Stellt euch vor, wir hätten kein Auto mehr. So. Reparaturkit Auto. Autoteile 10. Ich würde sagen, wir holen uns ein paar und machen, was weiß ich, 4 Autoteile. Also 4 Autoreparaturkits. So, Autoteile. Da. Dann haben wir 4 und dazu noch. Ja, machen wir den mal aufteilen in 4. So, das ist mal gut. So. Autoreparaturteile. Da sind wir hier. Rein, 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 rein. Verrottete Lebensmittel, ja. So, und dann würde ich sagen, 4 Stück. Auf welchen Strom greift das? Auf Industriestrom, das passt so. So, Produktionszeit gut. Haben wir schon ein bisschen was? So, Copper.
und Stahl. So, und jetzt schmeißen wir hinten noch rein und dann würde ich sagen, ist es gut mit der Folge. So, weil da haben wir ja auch noch einiges. Okay. Brennstoff, Kohle. Wir nehmen mal das hier mit und das hier mit. So, war das 9? Ist 9 optimal? Was macht denn einer? Okay, dann nehmen wir alles. So, und dann vielleicht noch einen Kopfer. Oder 9. So, mach das mal. So, dann schauen wir hier noch rein. Da nehmen wir nur die Bommel mit. Werfen das rein. Für weitere Bommel. So, super. So, die Bommel bringen wir da vorne rein. So, der kommt raus. Super. So, Autoteile. Einer ist schon da. Und den zweiten nehmen wir auch gleich mit. Und bam. Wunderbar. Maschinenbau, Fertigungskompetenz. Ganz groß sind wir da drin in der Kompetenz. So, Lebensmittel 1 war hier. Wir gehen zum Auto, machen das nochmal, damit das Auto wieder fit ist. Oh, so gemein auf das arme Auto. So, 100%. Super. So, vollgetankt im Prinzip auch. Und wir haben einen auf Reserve. Und da vorne steht einer, den holen wir uns auch. Weiß ich noch nicht, in der nächsten Folge? Naja, ich denke ja. Da könnte man noch einen zweiten da herstellen. Irgendwas fehlt hier für Muni. 9 mm. Gut. Holen wir uns natürlich gleich. So. Nein. Ja. Wollen wir haben. Und davon natürlich wieder mehr. So. Und zurückräumen. Sehr schön. Müssen wir eine Waffe reparieren? Die Pistole vielleicht? Boah, das passt so. Oh, meine Lieben, das war eine wilde Horde-Folge. Glutet leider nicht ganz so erfolgreich, wie ich hoffte. Na, jetzt stellen wir da noch ein paar empfindliche Teile. Wir stellen mal fest, wie viele wir eigentlich noch brauchen, empfindliche Teile. So, das finde ich gut. Können wir schön kochen. So, 18. Boah, 30 Teile. Okay, das könnte herausfordernd werden. Es braucht so ein Teil. Wie macht man Schießpulver? Sehr interessant. Egal. Ja, danke. So, empfindliche Teile. Alu, Kupfer, Eisen, Stahl und Silber. So, wir nehmen mal 10 Eisen, 10 Alu, 10 Silber, 10 Stahl und 10 Kupfer. Machen wir bei 10. So. Ja, 10 empfindliche Teile. Ich glaube, looten wir besser. So, wir haben von jedem was. Jawohl. Und einer noch dazu. So, die zwei bringen wir weg. Die beiden Autoreparatur-Kits. So, einmal er hier. Den stellen wir da rein. Und, ja, ich weiß nicht, holen wir uns das Auto nächste Folge. Ich würde auch gerne, weil jetzt ja bald Frühling kommt, ins Gartencenter gehen. Also Gartencenter, dieses, Moment. Wo ist das Fotovisier besser? Da? Naja. Da?
Gartencenter, damit wir mehr Samen und so weiter haben, weil wenn der Frühling kommt, will ich bereit sein, dass wir beginnen, unser Gewächshaus zu bauen. Ja? Also ohne Frühjahr bringt das ja wenig. Und wir haben hier in der Kiste Sachen und Zeug. Das wird zu wenig sein. Befürchte ich, weiß ich nicht, kann sein. So, wir laden das mal nach. Da waren zu wenig drin. Dankeschön. So, jetzt fehlt noch ein bisschen 9mm Moni. Drüben im Haus, im Generatorenhaus, haben wir ja auch noch Moni drinnen. Also, alles gut. Ansonsten plündern wir irgendwann mal eine Polizeistation. So. Was jetzt sicher mit den Explosionsdingern? Viel Spaß macht. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.